Habt ihr eigentlich darüber schon mal nachgedacht? Was wären wir Oberfranken ohne unsere Burgen, Schlösser, Kastelle und Festungen? Das wäre vollkommen undenkbar, die gehören einfach dazu. Ob wir sie jetzt nach oben blickend bestaunen und uns dabei so winzig klein vorkommen, oder ob wir die Burgen besuchen, meistens sind die ja schön sauber renoviert. Es befindet sich auch eine gehobene Gastronomie meistens da drin. Wir können da unsere Geburtstage in einem herrlichen Rahmen feiern und natürlich auch Hochzeiten begehen. Und da ist natürlich, da sind unsere Burgen für so etwas der ideale Rahmen überhaupt. Für den geschichtlich Interessierten bezeugen diese Bauten auch die einstige Macht des Adels und vieler Rittergeschlechter. Wenn damals allerdings so ein Bauer nach oben geschaut hat, es hat ja damals nur drei Bevölkerungsschichten gegeben, die Bauern, den Klerus und den Adel, dann war der sicherlich nicht so begeistert. Denn das war ja auch gleichzeitig die Festung seiner Lehensgeber. Und da musste er ja tagtäglich mal lochen, um erstens einmal den Zehnt zu erbringen und dann, was für ihn noch abfällt, das dazu verwenden für den tagtäglichen Überlebenskampf. In einer älteren Aufnahme ist hier die Burg Lisberg dargestellt. Sie befindet sich an den östlichen Ausläufern vom Steigerwald und kann sich rühmen, dass sie von einst 32 Burgen im Steigerwald die einzige noch erhaltene geblieben ist. Im Jahre 1968 hat dann der entscheidende Besitzerwechsel stattgefunden, von blaublütigem Blut hin zu rotblütigem bürgerlichem Blut. Der Grafiker Hans Fischer hat die Burg erworben und die Erhaltung der Bausubstanz und alles andere zu seinem erklärten Lebensziel gemacht. 2015 hat dann ein weiterer Besitzerwechsel stattgefunden. Der Bamberger Auktionshausbetreiber Herr Seeböck hat dann in diesem Jahr die Burg übernommen. Für mich als Ersteller von diesem Video über die Burg Lisberg ist ja die Burg Lisberg auch nicht ganz unbekannt. Da möchte ich euch jetzt einmal eine Geschichte erzählen über den ehemaligen Burgherrn, Herrn Fischer. Da gibt's nämlich eine schöne Anekdote. Wir haben manchmal zu Familienfesten und anderen Anlässen als Musikkapelle in der Burg Lisberg aufgespielt. Und der damalige Burgherr, Herr Fischer, der hatte eine Riesenangst, dass aus unseren Lautsprechern dann irgendwelche Töne entweichen, also Frequenzen, die dann der Eigenfrequenz von seiner Glassammlung entsprechen, so dass sich dann die Amplituden aufschaukeln und dass dann damit seine Glassammlung zerstört wird. Wahrscheinlich hat er in dem Zusammenhang an den kleinen Oskar Mazerat gedacht aus der Blechtrommel, der dann auch mit seinem Geschrei Gläser zum Zerbersten gebracht hat. Aber nach unseren Auftritten sind seine Gläser immer noch heil geblieben. Aber nun freue ich mich auf eine individuelle Führung, die mir der Herr Seeböck angeboten hat und ich natürlich auch gerne angenommen habe. Bevor wir aber mit der Führung beginnen, da verschaffen wir uns erst noch einmal einen Überblick und in der Regel geschieht sowas ja meistens von oben. Der diensthabende Turmfalke von der Burg Lisberg, der hat jetzt momentan einmal für ein paar Minuten Startverbot. Der passt ja sonst auf, dass der Luftraum von der Burg nicht verletzt wird. Und Drohnen, das konnte er schon gleich überhaupt nicht leiden. Der Blick hier, der schweift in südwestliche Richtung über den Steigerwald. Der besteht ja hauptsächlich aus bewaldeten, sanften Höhenzügen und ist vollkommen ohne industrielle Ansiedlung. Mit der Luft, die hier ankommt,
Da könnte sich so manch anderer vermeintlicher Luftkurort schmücken. Wie schon eingangs erwähnt, befindet sich ja diese Burg Lisberg im Aurachtal, bekrönt quasi das Aurachtal, und es verläuft fast parallel zum Maintal. Das Maintal ist in nordöstlicher Richtung nur von einem Höhenzug getrennt. Und in dieser Position, wo sich die Burg Lisberg befindet, gegenüber im Maintal, da beginnt ja dann auch schon mit dem Unterheider Rödle oder mit dem Staffelberger Spitzelberg der mainfränkische Weinanbau. Und dass dieser Frankenwein eigentlich zur Weltklasse zählt und gehört, das bestätigt ja allein schon die Tatsache, dass er, also der Frankenwein, sogar an der Hochzeitstafel von Charles und von der Diane vertreten war. Das Aurachtal braucht sich aber jetzt auch nicht hinter dem Maintal verstecken, weil es trägt auch dazu bei, dass unser Oberfranken schlechthin als die Genussregion von Deutschland zählt. Wer interessiert durch dieses Tal die Wege beschreitet, der wird feststellen, dass sehr, sehr viele Weiher hier vorhanden sind, Karpfenweiher. Und diese Fischspezialität, die wird dann in vielen traditionellen Landgasthäusern in Franken in den Monaten von September bis April, also in den Monaten, die ein R enthalten, den Gästen serviert in verschiedenen Arten der Zubereitung und erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit. Jetzt werfen wir aber einmal wieder den Blick auf unseren Hauptdarsteller, auf die Burg Lisberg, wozu uns natürlich der Herr Seeböck jetzt architektonische Details besser erklären kann, als ich dazu imstande wäre. Der Blick, der geht jetzt wieder hinunter ins Aurachtal, zu dem unteren Ortsteil von Lisberg. Die blühenden gelben Rapsfelder, die geben einen schönen farbigen Kontrast zu dem sonstigen Grün ab. Links oben sehen wir den Ort Trabelsdorf und dann am Waldrand die kleine Kapelle. Und wenn wir genau auf das Titelbild schauen, dann sehen wir da diese Kapelle auch schon, allerdings noch ohne Bebauung. Der Ort Lisberg, der hat sich ja auch inzwischen zu einer stadtnahen Wohngemeinde etabliert, also von Bamberg aus betrachtet. Aber das war ja früher ganz anders. Da war ja auch ausschließlich Landwirtschaft vorherrschend. Das hat bedeutet auch hier die Faustregel, ein Wohngebäude, ein Misthaufen. Die Erreichbarkeit von Lisberg, obwohl ja jeder Navi hat, aber man darf ja dem Navi auch nicht zu sehr blindlings vertrauen. Sonst könnte das nämlich sein, dass so ein Navi einen mal auch in eine Karpfenweihe hineinführt. Und das soll ja nicht sein. Also die beste Erreichbarkeit von hier aus ist ja erst einmal die nächstgelegene Autobahn. Und das ist die A70. Von Schweinfurt kommend wäre dann die erste brauchbare Anschlussstelle Eltmann. Da müsste er dann über den Berg Richtung Unterschleichach und da dann links halten und das Aurachtal hoch, bis ihr Lisberg erreicht. Die nächste Ausfahrt, die wäre Vieret. Da müsst ihr euch dann nach Vieret orientieren, dann links Richtung Bamberg und in Troisdorf dann rechts hoch nach Tütschengereuth, Trabelsdorf, und dann seid ihr auch schon in Lisberg. Als dritte Variante gäbe es dann noch die erst erreichbare Bamberger Ausfahrt, Hafengebiet. Da müsst ihr euch dann Bischberg orientieren und dann kommt ihr wieder auch an die Zufahrt links nach Troisdorf und genau wieder über Tütschengereuth, Trabelsdorf, und dann seid ihr auch in Lisberg. Da könnt ihr jetzt euch aussuchen, was ihr wollt. So, grüß Gott, Herr Seeböck. Grüß Gott, Herr Tillich. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf.
Bedarf auf Burg Lisberg. Ich weiß, Sie haben einiges vom Burg Lisberg schon gehört. Ich mache mit Ihnen eine kleine Führung. Sie wissen, die erste Erwähnung der Burg war 820. Und jetzt laufen wir durch und zeige ich Ihnen ein paar interessante Sachen. Wunderbar. Da freue ich mich ganz besonders für diese individuelle Führung. Gehen wir zuerst in die kleine Kapelle. Die erste Erwähnung der Kapelle war 1421. Das ist eine St. Anna und Nikolaus Kapelle. Die Fresken sind im 16. Jahrhundert dazu gekommen, aber Sie sehen, es ist prächtig. Damit haben wir ja auch ein kleines Problem gehabt. Sie sind überall Fresken und wir wussten damals nicht, wo sollen wir eine Lampe tun. Dann ist mir die Idee gekommen, warten wir, vielleicht finden wir eine entsprechende Lampe, und das war der einzige Punkt, wo wir es aufhängen konnten. Sie sehen, das passt ja zu einer Kapelle. Die heilige Anna haben wir ja auch gehabt. Wir haben ja da einen Aloysius und der gefällt mir nur deswegen, denn beim Aloysius denkt jeder, ach, das ist ein Bayer. Der ist aber kein Bayer, war ein Italiener. Oh ja. Ne? Ein Gonzaga, weil er hat sich in frühen Jahren schon christlich bekennt und er hat die Armen kostenlos betreut. Er ist dann auch pestkrank geworden und auch so gestorben im jungen Jahr. Aber das ist unser Aloysius. Jetzt gehen wir in den ältesten Teil, in den sogenannten Frauenhaus, ist gotisch. Frauenhaus, nicht Freudenhaus. Haben Sie mir denn mal erzählt, dass in diesem Gebäudetrakt, dass da früher Getreide gelagert worden ist? Na, in der ganzen Burg. In der ganzen Burg? Ja, die Burg wurde ab 1848 als der Fürst zu Kastell gekauft und der war nicht interessiert, der hat als Getreidespeicher benutzt. Und mein Vorgänger hat es dann im 60er Jahre von dem Fürsten abgekauft, hat renoviert. Der Bayerische Staat hat damals auch mit 2 Millionen Mark geholfen. Der Hans Fischer, der vormalige Burgherr, war ja Grafiker. Er war ein Grafiker. War der selbstständiger Grafiker? Er war ein selbstständiger Grafiker und Liebhaber von einer Burg. Da haben wir ja selber renoviert. Da haben die, wenn wir Frauenhaus wird auch immer wieder vermietet für Hochzeiten oder sonst wie. Und da ist eigentlich für den Catering. Wir haben entsprechende Tische, die werden die Tische und jeder kann sich dann das Essen holen. Und den Raum haben wir gedacht, die Brautleute bekommen auch immer Geschenke, da können sie es in Ruhe hereintun. Aber jetzt zeige ich Ihnen das große. Naja, wenn der Raum dann aufgrund von einer Hochzeit voll gefüllt ist, ja, dann kann sich das Brautpaar freuen. Ja, jetzt schauen wir uns den großen Raum an. Das ist das sogenannte Frauenhaus. Da haben die Frauen gearbeitet. Die Burg war ja, hat eine eigene Wäscherei gehabt, eine Schusterei und eine Bäckerei. War selbstständig. Da sehen Sie auch ein paar Bügeleisen noch und so weiter. Aber so, und das ist der sogenannte große Saal im Frauenhaus. Oh, das war ursprünglich noch höher, aber es wurde dann irgendwann noch umgebaut. Dann kann ich Ihnen noch erzählen, die Burg war ja nie eingenommen. Nicht deswegen, denn die haben so tolle Soldaten gehabt, sondern die haben so eine tolle Politik geführt. Die haben sich oder nach Würzburg orientiert, zu den Katholiken, oder nach Ansbach, zu den Protestanten. Und so war die Burg nie eingenommen. Beim Bauernkrieg 1525 war nur im Vorgebäude etwas
beschädigt und der damalige Burgherr war der von Gich, der hat dann alles wieder in Ordnung gebracht. Und was Sie mir dann auch später noch mal erzählen müssen, das gehört ja zu einer Burg auch irgendwie dazu, was vielleicht ein bisschen schaurig dann wiederkommt, es sind ja auf der Burg auch Morde passiert. Ja, aber da erzähle ich Ihnen eine etwas später. Ja. Wenn wir zu dem Burgherrn kommen, der da dazu beigetragen hat. Den ganzen Raum haben wir renoviert und in diesem Zustand hergestellt. Wird sehr gerne angenommen. Einige sagen Spiegelsaal, es sind recht viele Spiegel, aber die haben immer meiner Frau sehr gut gefallen. Noch ein schöner Blick nach außen. Man kann natürlich das verbinden, innen mit außen. Einiges von den Schönen, jetzt gehen wir in den Folterraum. Folterraum, Sie sehen Streckbank, Henkerschwert, den erkennt man ja gleich, den hat keine Spitze, da war ja klar, wer gewinnt. Glauben Sie daran, dass es bei manchen Henkerschwerten hat es innen eine Kanüle gegeben mit Quecksilber, dass beim Schlag dieses Quecksilber nach vorne geschossen ist, um so die Wucht zu erhöhen? Nein. Nicht? Also gehört es mir der Fabel an? Na gut, man redet ja viel. Sicher ist, dass manchmal die Henker selber etwas besoffen waren und haben das nicht geschafft aus einem Schlag. Das war ja viel, viel schlimmer. Das Schlimmste war dieser Rad, mit dem hat man einen langsam die Knochen zerbrochen und das war dann Gnade, wenn man ihn dann auf den Hals oder auf die Brust geht. Hat man da nicht vorher die Extremitäten, die Knochen gebrochen, damit praktisch die Arme und die Beine um die Speichen gewickelt worden sind? Das nicht unbedingt, aber es hat so gereicht. Ja. Da haben wir Schandmasken. Wenn der mit großen Ohren, wenn einer zu viel geredet hat und zu viel gehorcht hat und so weiter. Aber jetzt muss ich Ihnen etwas dazu erzählen. Und zwar, wir haben ja diesen Folterraum, aber Burgen haben keine Folterräume gehabt. Nur der Herr Fischer, mein Vorgänger, wollte zeigen, dass das alles gab. Und da gab es ja die Hexenverbrennungen und so weiter. Da haben wir ja auch noch einen Stab, Sie sehen, den mit einem Haar für Hexe, ein Brenneisen. Also diese Sachen gab es und er wollte das praktisch nur zeigen, wir sollen diese Sachen nicht vergessen. Aber Burgen haben grundsätzlich keine Folterräume gehabt. Gott sei Dank, dann in der Aufklärung, auch der alte Fritz zum Beispiel hat Folter abgeschafft. Oder der Sohn von Maria Theresia auch. Ne, die waren schon mit diesen Sachen nicht einverstanden. So, jetzt gehen wir in den
Darf ich noch mal schnell ein bisschen einen kleinen Schwenk machen, weil die Streckbank. Interessantes. Das ist praktisch ein Bescheid von dem damaligen Finanzamt. Kopfgeld. Kopfgeld hat man gesammelt für die Kriege gegen die Türken. Und auf der anderen Seite ist dann genau aufgeführt, wie viel Einkommen sie haben, so viel müssen sie dann eben zahlen. Die Aufteilung ist da gegeben. Da haben wir den König Max. Der ist eigentlich ein Wittelsbacher und ist aber aufgewachsen in Frankreich, hauptsächlich in Straßburg. Seine Tochter hat einen Stiefsohn von Napoleon geheiratet, war sehr frankophil, sehr treu Napoleon, hat den Napoleon auch unterstützt mit 30.000 Soldaten, die er auch dann verloren hat in der Schlacht vor Moskau 1812. Das ist der König Max. Aber er hat vieles gemacht, er hat die Schulung eingeführt in Bayern, also dass jeder in die Schule muss und, und. Hat einen guten Minister gehabt, den Montscheller, und da haben die ja viel geschaffen. Da haben wir einen heiligen Wolfgang. Der war ja nur deswegen für mich interessant, denn 971 hat man ihn nach Ungarn geschickt. Er sollte dort die Christen überzeugen. Er war ein Missionar. Und wo er dann später zurückgekommen ist, dann ist er Bischof von Regensburg. Er hat dann auch diesen Kinderchor eingerichtet und so weiter. Aber wichtig ist, was dann wieder Bedeutung hat mit Bamberg, er hat den jungen Prinz Heinrich betreut. Er war sein Erzieher, den späteren Heinrich II. Von Bamberg, den es gibt da auch eine schöne Geschichte, aber es ist nur natürlich eine Geschichte. Man sagt, er hätte mit dem Teufel einen Pakt geschlossen und der Teufel hat gesagt, er baut ihm eine Kirche, aber der Erste, der hereingeht, den seine Seele möchte er haben. Er hat zugestimmt und wo die Kirche dann fertig war, hat er als Erstes einen Hund hereingelassen. Sie können auch gerne jetzt unsere Privaträume anschauen. Machen auf diese original alte Schlösser mit schönen Wappen. Das ist der von der Redwitz. Sie kennen ja das Redwitzhaus und
Schloss Schmölz hat auch Ihnen gehört. Das können wir manchmal schaffen mit meinem Sohn. Gerne auch da. Das ist nur, wenn ich mal schwer einschlafen kann, das ist Medizin. War auf der Burg auch ein Alchemist tätig? War die ganzen Mörser, die da auf dem Schrank oben? Nein, aber ich bin, wenn ich einen schönen Mörser sehe, dann kann ich auch nicht widerstehen. Aber einige waren noch von meinen Vorgängern. Wahrscheinlich ihm ist es genauso gegangen. So. Noch angenehm warm, obwohl jetzt wir seit ein paar Tagen die Heizung ausgemacht haben, denn wir wissen, das ist jetzt alles immer teuer. So, Walbüchse, das ist fast 20 Kilo. Sehen auch. Also Vaterlade. Steinschluss. Ja. Ja, natürlich. So. Das ist nur eine kleine private Küche. Aber ich zeige Ihnen die große Küche. Da haben 40, 50 Mann auch Platz. Da haben wir schon viele schöne Feste gefeiert. Wir können ja schönen Feuer machen. Da kann man auch grillen. Sie riechen noch, man riecht noch nach. Also Sie sehen, unsere Küche ist sehr gut ausgestattet. Es ist eigentlich spätgotisch, aber der eine Burgherr, der hat es im 18. Jahrhundert im Renaissance-Stil umgebaut. Aber Sie sehen, es ist sehr, sehr gut bestückt, denn wir liegen diese alten Sachen. Das ist Turnauer Geschirr, das war ein Hasenbräter zum Beispiel, das sind Nudelmaschinen, das war für Korken, wenn man den Korken kann man nicht drauf tun, der ist zu groß. Der wurde dann da hereingetan, gepresst und dann gleich in die Flasche und dann war er perfekt. Darf ich mal schnell da diese ganzen Backformen? Ja, das ist eine ganze schöne Abteilung mit Uhren und all diese Kupferformen und so weiter. Wir achten dann auch manchmal so Kleinigkeiten wie da. Sie sehen, das ist ein geschnitzter Kopf. Wir lieben so Sachen. Und diese Räumlichkeit, die kann auch für Events angemietet werden? Ja, aber wie gesagt, für kleine Veranstaltungen
30, 40 Mann ist es ideal. Da habe ich mal hier und früher auch Musik gespielt in dem Raum. Ja. Bei dieser Gelegenheit kann ich Ihnen auch sagen, 1648 nach dem 30-jährigen Krieg, Liesberg hat nur 6 Einwohner gehabt. Durch den Krieg, durch den Hunger, waren nur 6 Einwohner. Und da hat man aus der Pfalz und aus Österreich Leute aufgenommen, denen Grund und Boden geschenkt, dass es wieder weitergeht. Die sollen es bearbeiten, es sollen wieder Steuern hereinkommen und so weiter. Ja. Da haben wir auch gefahren. Treffe ich da noch einmal von der bitte, Seite bitte, aus? Bitte. Weil das ist ja fantastisch. Gerade im Winter, wenn draußen es schneit und wir da einen schönen Feuer machen und grillen, ist ideal. Und ja, da sind wir immer gut bestückt für einen Schluck. Gebe ich Ihnen auch gerne, aber ich weiß, um die Zeit trinken Sie keinen Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol. Ja. Da haben wir noch ein kleines Studierzimmer sozusagen. Vorne haben wir den Prinz Eugen. Sie kennen ihn wahrscheinlich von Abbildungen. Er war ein Franzose, er hat sich zu der damaligen Zeit den König, den Ludwig XIV. Vorgestellt. Auf dem Gemälde ist er ja immer prächtig, aber er war ein kleiner Mann. Und der König Ludwig XIV. Hat ihn ja praktisch ausgelacht. Und dann ist er nach Österreich und er hat sich hochgearbeitet. 1717 hat er ja vernichtend die Türken geschlagen. Warte, wo? 1717. Belgrad, vor Belgrad. Aber da fällt mir noch eine Geschichte ein. 1456, auch beim Belgrad, hat ein Fürst aus Siebenbürgen, Hunyadi Janosch oder Jankudé Hunedoara, die Türken auch vernichten geschlagen. Und der damalige Papst Calixte III. Hat verordnet, man soll diesen Tag nicht vergessen, und seit damals werden um 12 Uhr die Glocken läuten in den Kirchen. Dies kommt aus dieser Zeit, vom Calixte III. Man soll das, damals hat es auch so geheißen, Türkenklang. Gehen wir ein Stockwerk höher. Die Wendeltreppe ist um 1600. Ursprünglich waren 5 Häuser zur Verteidigung hier in Liesberg und die sind praktisch zusammengeschmolzen zu dieser Burg. Die Burg wurde ja nicht auf einmal gebaut. Ganz oben haben wir nur den Herrgottsboden noch, den sogenannten Herrgottsboden. So, jetzt gehen wir in. Schauen wir bei der Schlüssel, denn wir haben viele Schlüssel. Aber wenn ich ihn sehe, kenne ich es. Jawohl. Seine Sonntagstracht.
sieht man nur von der Seite, ist ein Drei-Sterne-General. Turmburg hat er geheißen und war die rechte Hand von Kaiser Franz Josef. Er hat immer die Nachrichten, die Briefe, der Sisi mitgenommen und hat auch immer berichtet, wie es dem jungen Rudolf geht. Und er war dann der spätere Erzieher, praktisch der zweite Erzieher von Kronprinz Rudolf. Sie wollten ja immer und haben erwähnt, diesen Mord. Jetzt kann ich Ihnen etwas erzählen. Ich mache nur Licht. Fangen wir hoch. So. Und zwar, der ist der Otto Philipp von Münster. Der war Diplomat für den Fürstbischof aus Würzburg, war aber, hat auch eine kleine Armee aufgestellt für den alten Fritz, für den Friedrich II. War ein absoluter Lebemann. Natürlich, dass er auch in Paris war, hat er viel Schönes gesehen. Und wenn er zurückkam, hat er ja viel modernisiert und so weiter. Und all diese Sachen. Sie haben ja auch gesehen, wir haben jetzt eine steinerne Brücke. Früher war er eine Holzbrücke, das hat auch er gemacht. Oder der Burgfried, der war ja noch viel höher. Wenn wir da runtergehen, Sie werden es anschauen, war ja viel höher. Er hat es niedriger gemacht, denn der Blitzeinschlag war sehr groß. Jetzt wahrscheinlich aus all diesen Gründen hat er Geldschwierigkeiten gehabt. Und es war ein Ehepaar, die ihm geholfen, die haben ihm geholfen, und die haben beherbergt hier auf der Burg Räuber. Aber natürlich nicht umsonst. Die mussten aus der Beute abgeben, Silber und Gold. Und aus denen hat er ja auch Falschmünzen geschlagen. Jetzt hat er Angst gehabt, dass die irgendeinmal plaudern und hat sie im Burgfried eingeschlossen. Der Burgfried war ja im Grunde genommen nur als Gefängnis. Von ganz oben hat man den Gefangenen heruntergelassen auf ein Seil in den sogenannten Angstloch. Und die zwei hatte er gehofft, dass die dort auch sterben. Aber zwischenzeitlich kommt Napoleon nach Franken mit dem Erlass, alle Gefangenen muss man freilassen. Jetzt wusste er nicht, wie soll er sich verhalten. Er hat die zwei heraufgeholt. Er hat dann auch zwei Männer gehabt, die ihm geholfen haben und haben die umgebracht, das Ehepaar. Aber wie halt immer, sowas kommt irgendwann heraus und dann kommt er in Untersuchungshaft und bis zuletzt stirbt er im Eger, im Gefängnis, 1816. Aber er war ein richtiger Lebemann mit 11 Kindern und einer Mätresse hier auf der Burg. Das ist die Geschichte zu ihm. Ja, das müssen wir dann noch einmal anschauen, wenn wir schon so viel über ihn jetzt erfahren haben. Jetzt können wir, zeige ich Ihnen den Rittersaal. Richtig schön warm. Sie sehen die Bestuhlung, denn da werden ja vorgenommen Hochzeiten. Also da kommt der Bürgermeister und trauert eigentlich. Trauungen werden nicht Hochzeit, Trauung. Da wird die Trauung gemacht. Dann sehen Sie die schönen alten Eisenkassetten aus dem 17. Jahrhundert, in allen Größen bis zu ganz groß. Die zwei Löwen, die kommen aus Afrika,
aus Nigeria und waren links und rechts von dem Thron eines Einheimischen dort. Und die sind irgendwann, konnte ich sie kaufen und habe ich mir gedacht, da passen sie am besten hin. Was mag in den Truhen früher alles drin gewesen sein, oder? Das animiert doch die Fantasie. Ja. In denen hat man das Geld für die Soldaten zu den Schlachtfelden getragen. Die Söldner hätten sonst nicht weiter gekämpft. Sie sehen, da ist ja unser alter Fritz. Wir haben da Zentralheizung, wir haben noch die alten Öfen, das ist jetzt aus dem Historismus, aber wir haben auch aus dem 18. Jahrhundert, aber die sind nicht angeschlossen, denn wir haben da Zentralheizung. Meine kleine Bibliothek, nur mit Kunstbüchern. Alte Waffen, natürlich. Das älteste ist der Radschloss. Aus dem 17. Jahrhundert, aber da sind auch, das ist auch mit Pistole mit Michele-Schloss, Steinschlosspistole für den türkischen Markt mit Silber und Korallen. Da sind einige Büchsen, Bamberger Büchsenmacher. Gibt es da dann auch Dokumentationen, dass hier in der Gegend Duelle stattgefunden haben? Nein, leider nicht. Also wir haben da nichts, aber wir wissen, da war richtig gute Dokumentation über die Burg, aber der damalige Burgherrn zu Fürstenberg, die haben das alles mitgenommen. Mhm. Das sind keine Pantoffel. Die sind Steigbügel für die spanische Reiter. Da ist dann noch ein Teil, das ist noch nicht renoviert, aber ist auch interessant, ist vom Ernst Zimmer. Er war ein bekannter Maler und er hat hauptsächlich Soldaten gemalt, also das ist von 1907, Deutsch-Französischer Krieg. So, dann haben wir da auch noch einen Raum. Es war ganz leer, den haben wir auch bestückt. Bei diesem großen Buffet weiß ich die Spedition, die sagen seit damals, ich bin ein Sklaventreiber, denn es war so schwer, das heraufzubringen, aber da passt er ja gut. Der gehört praktisch wie dazu. Also das kann ich mir vorstellen. Da haben wir auch etwas Interessantes. Ihr seht, da sind Zeichnungen, alte Briefe, Malerei und. Und zwar, wer war die? Die war vom Prinzregent Luitpold die Tochter.
Und die war eine sehr gescheite Frau, die hat 12 Sprachen gesprochen und war Botanikerin, hat große Reisen gemacht, war bei den Indianern in Amerika und so weiter. Vorher, sie war ja Cousin mit dem Ludwig II. Und war verliebt in Otto, dem Bruder von Ludwig II. Aber der war ja auch krank und mit der Liebe ist nichts geworden. Und sie hat sich dann reingesteigert in diesen Sachen und hat auch sehr vieles gespendet. In München, in der Maximilianstraße, ist ein Museum, Museum der 5 Kontinente. Da hat sie sehr vieles geschenkt. Und das sind Originalmalereien von ihr, das sind Originalfotos und Originalbriefe von ihr. Wer dort oben ist, das wissen Sie, damals war ich Student in einer schlagenden Verbindung. Das hat ein Freund von mir damals nach einem Foto gemalt. Ja, ist es da dann bei einer schlagenden Verbindung nicht auch eine Ehre gewesen, die Mensur, dass man da so einen Schmiss? Ich habe gefochten, ja. Aber für mich wäre nicht die Ehre gewesen, ich soll das abbekommen. Also, aber das macht doch dann ja, die Männer noch interessanter. Ja, damals. Heute würde man sagen, hast du einen Autounfall gehabt? Und ich wollte das nicht, aber mein Kontrahent, der hat den Schmiss. Ja. Da kann ich Ihnen noch etwas Interessantes zeigen. Hoffentlich diese Zeiten kommen nicht mehr. Das sind nur Bamberg-Notgeldscheine. Bis zu 1 Billion. Konnte man aber auch fast nichts kaufen. Raulino war ja eine Zigarettenfabrik in Bamberg, hat seine eigenen Scheine gehabt. Oder auch die Spinnerei und so weiter. Das sind ziemlich alle Scheine, die es gab. Die Druckerei Nagengast am Kranen früher, hat man ja erzählt, er hat ja im Steindruck noch dieses Notgeld gedruckt. Das sind Lithografien. Und mit diesen Druckformen, mit diesen Steinen aus Jura-Marmor, ja, hat er oben an der Altenburg den Weg gepflastert für seinen Garten. Schade. Und Sie sehen, da haben wir nur Stiche von Bamberg und Umgebung. Das älteste ist aus dem Schiddersche Weltchronik 1483, ja, ansonsten Lithografien, Kupferstiche aus dem 18. Jahrhundert und so weiter. Da, ich habe ja als Student schon Blechdosen gesammelt und Orden. Die sind jetzt auch alle da. Alte Waffen, Prinzregent Luitpold wieder, dann Kaiser Franz Josef und Wilhelm II. Und so weiter. Das war ein Feuerzeug im 18. Jahrhundert, Steinschloss. Steinschloss, Feuerzeug. Tatsächlich aus Streichhölzern? Aus Streichhölzern von den Herrn Siegfried Schwien, der hat es damals Burg Lisberg geschenkt. Es war eine harte Arbeit für ihn. Sie sehen, das war das sogenannte Frauenhaus. Da haben wir ja, da ist der Burgfried und jetzt sind wir hier gelandet. Schwien aus Bischberg? Ja. So. Muss man sehr viel Geduld haben. Aber es ist sehr schön geworden. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Ah ja, da haben wir ja auch noch jemanden. Das ist ein Originalfoto von hier. Und zwar, da ist der Otto. Genau, der spiegelt. Ne? Wissen, schauen Sie, von da würde man, ja. Ja, hier haben wir auch keine Reflexion. Also der König Otto. Der König Otto von Griechenland. Denn er musste ja dann irgendwann abdanken und dann hat er ja hier auf der Residenz seine letzten Jahre
mit seiner Ramadi. Seine letzten Jahre hat er hier verbracht und ist in der Theatinerkirche in München begraben. Und er hat in der Residenz gewohnt. Und man weiß, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr mussten alle seine Bediensteten Griechisch reden. Er hatte ja dann nach der Auflösung von der Residenz, hatte er ja auch einen Diener aus Afrika und der hat dann in München ein Zigarrengeschäft eröffnet. Und dann gibt es ja auch noch eine interessante Geschichte, weil die Amalie, die war eine rücksichtslose Reiterin und dann hatte sie einen Unfall und ist dann nur noch mit der Kutsche rücksichtslos gefahren und war ziemlich beleidigt. Und die hat gedacht, wenn sie schnell fährt, dass sie dann bei abnimmt. Der Hertha, Bischof Hertha, er hat das moderne Krankenhaus gegründet in Bamberg und das Naturkundemuseum. Er war dagegen Theater und all diese Sachen. Da hat man auch die ganzen Kleider und so alles verkauft und er hat es aber für einen guten Zweck wieder gespendet. So, jetzt vielleicht laufen wir bis herunter. Einfach ganz herunter gehen. Also Sie sehen, mit Stöckelschuhen wird schwierig. Ja, vor allem, wenn die Treppenstufen unterschiedliche Höhen haben, ja, dann kommt man da leicht ins Stolpern. Ja, wie gesagt, das ist um 1600 und ja. Gehen Sie bitte voraus. Gäste, die sollen, und da haben wir die Toiletten alle neu gemacht. Und so, dann haben wir da noch praktisch eine einen schönen Raum, wo man ohne weiteres schönen Fest machen kann. Das ist aus Marmor, der erste Kaiser von Rom, Kaiser Augustus. Prächtig, prächtig. Von Kunden wieder abgekauft, denn die wollten es irgendwo im ersten Stock und von der Größe her ist es dann nicht mehr hochgegangen. Aber ich war dann wieder froh, dass ich es kaufen konnte. So, wir gehen jetzt dann raus, machen wir da das Licht aus. Haben wir auch unsere Burgfalken. Jetzt können Sie ja sehen, auch den Burgfried. 30 Meter hoch. Die Durchmesser der Mauer ist circa 2 Meter. Und man konnte nur von oben über einen Saal herunter gelangen. Die haben andere Funktionen im Prinzip nicht gehabt. Natürlich, man konnte von da Zeichen geben, der Gichburg, also Altenburg, dann Gichburg und so weiter. Aber andere Funktionen hat es nicht gehabt. Also da konnten nicht die Soldaten sich sammeln oder kämpfen.
Da, mit so einem Burgfried hat man nur gezeigt, ich bin kräftig. Die Macht die demonstriert. Macht. Nur. Und in diesem Burgfried war dieses Verlies für Gefangene. Da war dieser Verlies, aber wir haben noch einen kleinen Verlies, zeige ich Ihnen auch, für die, die nur vielleicht für ein paar Tage oder eine Woche eingesperrt war, da gibt es noch ein Verlies. Wir haben jetzt da eine Dinothek daraus gemacht, aus diesen Räumlichkeiten, aber da ist auch der Verlies. In Corona-Zeit haben wir da eine, für uns eine Dinothek gemacht. Natürlich rustikal. Ich sage immer, wir haben kein Schloss, wir haben eine Burg. Es muss alles ein bisschen auch rustikal bleiben. Das war Stammtisch von der Brudermühle. Die Brudermühle ist ja jetzt aufgelöst. Jetzt ist die Henriette dort. Und das war noch von der Brudermühle. Also die Brudermühle in Bamberg, in das Bamberg. Ehemalige Wasserwerk. Sie wissen ja, wo die Brudermühle war. Wo die Erna Schobler. Ach so, ja. Okay. Na, Sie sehen ja, na, der Kreuz und das, den haben wir auch von dort. Dass wir mehrere da mal feiern können. Und Sie können aber auch gerne heruntergehen. Ich zeige Ihnen den Verlies. Da unten ist der Verlies und ganz unten wollen wir dann irgendwann unseren Wein. Aber das ist der Verlies. Also da waren die kurzzeitig Inhaftierten. Genau. Waren da unten untergebracht. So ist es. Und diese Türe links mit dem. Ach, das ist das Verlies. Wir können aber gerne herunter. Vorsichtig, aber die ist auch offen. Das ist, glaube ich, auch sogar Licht drinnen. Wir haben da auch einige Knochen raus und ganz unten wird der Bein kommen. Wenn Sie jetzt da gucken, sehen Sie, das war diese Seilschaft, da konnte man einen herunterlassen. Oh! Konnte man jemanden drauf sitzen, einfach herunterlassen und das war's dann. Dann hat man ihn ab und zu Brot und Wasser herunter. Und Sie können sich vorstellen, dunkel, feucht und ja, furchtbar. Hier hat der Gefangene dann da unten irgendwie Rettungsgeschirr gehabt, wo sie ihn eingehängt haben. Oder hat er einfach seinen Körper umwickelt und dann hochgezogen? Ich zeige Ihnen noch die alte Schusterei. Wir gebaut und wir wollten nichts Neues und das soll angepasst sein, aber das ist auch ein Schwenkgrill, ne? Da haben wir ja. Da kommt das rein und dann ist das. Und wie ist es mit der Wasserversorgung gewesen? Wo war der Brunnen? In der Mitte war ein Brunnen. Aha. Und wie tief? Das weiß ich nicht. Dieser Burgherr,
den man dann später eingesperrt hat, der hat es zugemacht. Und ich vermute, es könnte ja sein, dass irgendwo Gold und Silber irgendwo versteckt ist. Sollen wir das rausschneiden? Den Ton? Weil sonst kommt die Burg Lisberg nicht mehr zur Ruhe. Sie sehen, wir haben da auch den alten Feuerwehrwagen. Das ist der alte Feuerwehrwagen. Das waren ja noch alles Ledereimer. Und da war dann die Schusterei. Wir haben die Schusterei natürlich ergänzt. Ich habe einen Freund gehabt und sagt, Mensch, mein Großvater war Schuster. Und wenn du willst, kannst du ja diese alten Geräte alle holen, die ich auch dann geholt habe. Und Sie sehen, da ist wirklich die alte Schusterei, so wie sie damals war. Sind Kinderstiefel bis was Sie möchten. Da war dann die Kerze hat gebrannt und da konnten die einfädeln. Das war ja wie ein Vergrößerungsglas, da konnte man dann beim Kerzenlicht einfädeln. Ja, So Sachen tauchen immer wieder auf und dann bringe ich sie mit, dann sage ich dem löblichen Gewerbe der Schuhmacher. Das passt ja zu uns. Und da haben wir ja gehabt die Bäckerei. Vielleicht haben wir ein bisschen Licht, dass man ja schemenhaft was erkennen kann. Und das kann man erkennen. Das reicht. Sie sehen, da hat man dann das Feuer gemacht. Da habe ich nur das drauf getan, denn das war dann niedriger, dass man da besser arbeiten kann. Und auf der anderen Seite, das war ja schlau gemacht, auf der anderen Seite ist dann die Wäscherei. Das zeige ich Ihnen auch. Keller haben wir ja noch sehr viele, alle haben wir noch gar nicht richtig durchgeforstet. Aber haben ja auch immer relativ wenig Zeit. Aber Sie sehen, da ist ja auch einiges und den haben wir letzte Woche bekommen. Das hat noch meine Schwiegermutter gehört. Den haben auch wir geholt. Das war dann etwas Nobles. Sie sehen aus Weißholz, es war in der guten Stube. Also ein Mangel? Ein Mangel? Ja. Es war ein Wäschemangel für die gute Stube. Schaut aus wie ein Sekretär. Ach, fantastisch. Und das sind ja, der ist der Älteste, das ist dann ein bisschen später, das ist so 1890, das ist um 1900. Wir haben da auch, aber Sie sehen, das ist ja dann schon ganz modern geworden. Da haben wir ja die Waschmaschine, die moderne. Und wenn sowas mir in die Hände fällt, die tue ich natürlich auch eher Persil oder, Sie sehen, Sandleichseife, Imi Henkel, Bleichsoda. Na, das waren die Wäscheklopfer von damals. Da haben wir auch einige, auch recht schöne, dekorative. Jetzt zeige ich Ihnen noch den Raum, wo die Burgherren, die auf Safari waren, was die mitgebracht haben. Die Sachen waren alle in meinem Garten früher.
In Reuendorf? In Reuendorf. Ja. Dem habe ich einmal für Geld gesagt, 4.000 Mark. Ein bekannter Künstler. Haben wir auch. So. Gibt es auch manchmal Skulpturen, die noch verkauft werden vom Ernst Barlach? Die sind sehr, sehr teuer. Ja? Ja. Die sind sehr, sehr teuer. Sogar die aus Porzellan bringen um die 2.000 Euro. Ist auch interessant, ne? Sie haben es gesehen, ne? Von Weitem ist es interessant. Kurz. Also jetzt, so. Die beißen ja nicht mehr, die Tiere, die wir jetzt begutachten. Nein, die... Das war auch ein Raum, waren nur altes Zeug drinnen. Wir haben jetzt das entmüllt und wir haben jetzt Strom, wir haben jetzt Licht. Und irgendwann, wenn ich dazu komme, dann wollen wir es auch weiseln und es ein bisschen anders machen. Aber ich zeige Ihnen so jetzt, wie er ist. Wir wollen dann einen schönen Raum machen. Sie sehen, da haben wir einen Bison, Zebra, ein Wiesent, ein Gepard, ein Löwen, ein Elefanten und ein Eisbär bis jetzt. Da war er, da wurde er erschossen. Das ist ja eigentlich ein Blattschuss gewesen. Ja. Und Sie sehen, wir tun dann, wir werden es ja dann kombinieren noch mit anderen Sachen und mit afrikanischen Figuren. Und wir wollen da auch einen schönen Raum dann bis zuletzt draus machen. Und war hier ja, eine Kapelle? Ja, das war eigentlich eine Kapelle. Ja. Und oben darüber war zum Beispiel die Geliebte des Grafen, hat eine sehr schöne Räume gehabt. Und konnte gleich in die Kapelle herunterkommen, beichten. Ja, die Scheineiligkeit ist ja heute noch allgegenwärtig, oder? Da halte ich mich jetzt zu. Und hat es eigentlich von so einem Sindologen oder von so einem Afrika-Reisenden auch manchmal Schrumpfköpfe gegeben, die er mitgebracht hat? Ja. Also ich habe schon einmal vor vielen Jahren welche gehabt, aber, ja. Aber jetzt kommen keine und die wurden ja für großes Geld verkauft. Ja. Und ich glaube, da hat man auch immer wieder nachgeholfen. Ach so. Und dann, das ist alles verboten. Sie sehen ja auch, das mit dem Elfenbein, Handel mit Elfenbein ist verboten. Ja. Nur mit Cheetahs, auch wenn es 18. Jahrhundert ist. Der Burghof, das ist ja ein richtiges Idyll. Ja. Deswegen wohne ich auch da. Das kann man nachvollziehen. Ist jetzt die Führung so langsam beendet? So, sozusagen ja. Da war dann noch ein Ausgang, aber ja. Ist auch zu, denn nach dieser Mauer 50 Meter. Rund um die Burg, das gehört. Und was ist da hinter dem Geländer? Ja, der zweite Ausgang. Ah ja. Ist eine starke Eisentüre und ja. Man da durchgeht, Sie sehen ja die Mauern, die ja. Ein paar Meter. Solide. Ja.
Dann mache ich mich wieder auf den Heimweg, Herr Seebeck. Ja. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen. Alles Gute Ihnen. Für die individuelle Führung. Machen Sie etwas Schönes draus. Und es ist ja nicht nur Führung, sondern es ist ja auch Bildung. Und die Bildung ist ja heute unerlässlich. Ja, das ist genauso. Ich habe ja heute mit einem, wir haben ein Espresso bekommen. Da habe ich ihn gefragt, sage ich, weißt du, von wo der Name Espresso kommt? Keine Ahnung, die meisten wissen es ja nicht. Der Orient-Express ist auch durch Mailand gefahren. Und die Gäste sind ausgestiegen, einen Kaffee zu trinken. Aber der Aufenthalt war sehr kurz. Die konnten nie den Kaffee austrinken. Haben natürlich gemeckert und sind halt, haben sie die Hälfte dort gelassen und wieder gegangen. Haben dann die Mailänder gedacht, warte, der Express kommt, wir machen ihnen einen kleinen Kaffee, ein Espresso. Stark und klein, den können sie gleich austrinken. Deswegen, und seit damals gibt es einen Espresso. Deswegen sage ich jetzt immer noch zu meiner Frau, ich habe einen Espresso getrunken. Genau, sehen Sie? Also Sie wissen warum.